Ja, für mich stellt sich die Frage in erster Linie, wie kann das passieren, dass die gesamte Lichtanlage ausgefallen ist, die ganze Sicherheitsanlage ist zusammengebrochen, es war dunkel, die Täter hatten ein leichtes Spiel. Das Glas muss natürlich auch so entsprechend gesichert sein von der Holzumrandung oder Metallumrandung, was sie da haben. Und da gibt es immer Schwachstellen. Also dann müsste man vielleicht Stahl, Beton oder was weiß ich. Das Sicherheitsglas hat sofort nachgegeben. Und also das ist auch wirklich ein Schwachpunkt. Da muss dann nachgebessert werden. Ich habe es nicht geglaubt, dass es möglich war, in dieser kurzen Zeit solch eine Beute zu machen. Da kann man nur hoffen, dass die Täter schnell gefunden werden.